Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir hier eingeladen worden sind und doch in einem für uns neuen Rahmen sprechen dürfen, speziell jetzt aus meiner Perspektive. Ich eben, wie schon angekündigt, verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit im Design. Liegt mir sehr am Herzen. Ganz kurz noch, warum und wie das dazu kommt. Ich war maßgeblich in dem Project I von BMW involviert, also den i3 und i8, aus einer langen Historie als Materialentwickler bei BMW. Und gerade aus diesem Thema Materialentwicklung und Nachhaltigkeit kam ganz klar die Überzeugung, Nachhaltigkeit muss über die ganze BMW Group ausgeweitet werden und speziell im Design. Und um jetzt das ein bisschen euch näher zu bringen, was wir uns da für Gedanken machen und auch wie das den Übertrag schaffen zu UI, UX, wollen wir euch kurz abholen auf unsere Keynote und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß dabei. Ah. So, das, was? Ah. Danke, das ist gut, dass ich ihn dabei habe, dann kann mir das Ding nämlich anmachen. ja, BMW hat natürlich die große Aufgabe, Mobilität der Zukunft zu gestalten. Wir haben Verantwortung, die wir übernehmen müssen. Und normaler Produktentwicklungsprozess bei uns dauert über 7 Jahre. Das heißt, an den Autos, an denen wir heute arbeiten, sind wir ungefähr 2022 in der Stadt unterwegs. Das heißt, wir können natürlich die Zukunft nicht voraussehen, aber unsere Aufgabe ist, sie vorauszudenken. Spannend ist die Herausforderung, dass wir wissen, dass es nicht per se um das Objekt geht, sondern um den Impact, das unser Objekt hat, also das Auto an sich. Was bedeutet hier aber Nachhaltigkeit? Für uns ist Nachhaltigkeit eine ganz klare Top-Down-Entscheidung von unserem Vorstand. Nachhaltigkeit ist bei uns in den Vorstandsprämissen mit integriert und als Herausforderung auch adressiert. Klar müssen wir uns den globalen Herausforderungen stellen. Globale Herausforderungen für ein Automobilunternehmen sind natürlich einmal die Urbanisierung der Städte, ganz klar. Aber eine große Herausforderung ist für uns das Thema Regulatorien und Gesetze, denen wir uns natürlich auch unterwerfen müssen, die natürlich auch den Korridor etwas enger machen. Globalisierung im Sinne von Kultur. Wir haben den Entwicklungsprozess fokussiert auf ein Fahrzeug, das wir aber international launchen. Bedeutet also, wir müssen uns mit dem chinesischen Markt in dem gleichen Produkt auseinandersetzen wie mit dem europäischen Markt. Dann haben wir natürlich auch große Herausforderungen zum Thema Umwelt. Da stellen wir uns der Situation auch und sind vertreten im Dow Jones Sustainability Index und haben da auch klare Ziele, wo wir uns aufhalten wollen. Das hört sich immer mal gut an für alle, aber wir sind tatsächlich mit sehr aktiven Maßnahmen dahinter. Und alles, was sich zum Thema Nachhaltigkeit bei der Automobilindustrie abspielt, wird natürlich im CO2-Footprint gemessen. Und den versuchen wir sehr aktiv zu verringern. Das ist einerseits natürlich holistisch gesehen in der Herstellung, aber genauso wie End of Life betrachten wir den kompletten Fahrzeugzyklus. Das haben wir das erste Mal sehr transparent gemacht bei Project I, bei BMW i. Da haben wir auch alle Zahlen veröffentlicht. Und weil ich selbst von Anfang bis Ende in dem Projekt drin war, weiß ich, was für hemdsärmelige Maßnahmen wir haben unternommen, dass wir tatsächlich jeder und jeder Designer und jeder Ingenieur und jeder Entwickler an seinem Carbon Footprint arbeitet, und zwar in seinem speziellen Feld. Der Carbon Footprint per se, beziehungsweise Nachhaltigkeit per se bei uns, ist natürlich immer bestehend aus den drei Säulen, ökologisch, ökonomisch und sozial. Und Nachhaltigkeit funktioniert auch nur, tatsächlich nur, wenn man diese drei Säulen betrachtet. Die Gewichtung ist individuell taxierbar. Das heißt, wenn man ein Spinnennetz drüber legt, würde man gucken, wo hat man einen stärkeren Ausschlag. Aber man darf die drei nicht außer Acht lassen. Aber das hatten Sie ja auch schon angekündigt. Das sind in dem Fall drei separate Themen. Es ist aber ein zusammengehöriges Thema. Die große Frage ist, was will man denn erhalten? Und ich finde es im Englischen schöner, what do you want to sustain? Wenn man über das Thema Nachhaltigkeit nachdenkt. Und es gibt
natürlich die eine Herausforderung, es ist das, was man schon hat und kann man sich von gewissen Dingen trennen. Das bedeutet in dem Fall eine hohe Komplexität, mit der man sich heraussetzt von Themen, die man natürlich vorfindet. Auf der anderen Seite hat man natürlich das große Bedürfnis, sich in eine gewisse Simplizität zu bewegen. Idealerweise in einer Interpretation, nur dahinter steckt im Normalfall wieder eine hohe Komplexität. Das heißt, wir befinden uns ständig in dem Spannungsfeld, wir haben ein sehr komplexes Thema, wir würden es aber gern sehr simpel darstellen, beziehungsweise auch vereinfachen. Und innerhalb dieses Spannungsfelds kommt man natürlich zu dem Thema Simplexity. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff schon mal gehört haben, der wurde begründet von Peter Wippermann, das erste Mal erwähnt auf dem Trendtag. Und eigentlich wäre das das ideale Ziel, dass man diese Welten vereint. Nur, stellen wir auch jeden Tag fest, in dem Augenblick, wo wir die Komplexität versuchen zu verändern und zu verschieben und zu vereinfachen, wie schon gesagt, ist es eine reine Verschiebung. Das heißt, die Komplexität befindet sich woanders, obwohl, und am Beispiel von einem User Interface lässt sich das natürlich gut darstellen, oder von einem iPhone, in dem Augenblick, wo du dem Kunden die Möglichkeit gibst, es zu vereinfachen, muss irgendwo drunter die Komplexität sich wieder aufhalten. So, was hat es jetzt alles mit nachhaltigem Design zu tun? Ich versuche das oft so zu erklären und in dem Fall habe ich es auch tatsächlich so unserem Chef erklärt, Adrian von Heudong, denn er hat mich auch gefragt, was soll nachhaltiges Design denn bedeuten? Das nachhaltige Design liegt, wenn man es einfach erklärt, in der Reduktion und in der Substitution. Und anhand dieser Folie versuche ich das darzustellen, jetzt am Beispiel eines Bauteils. So, wir kommen aus der Automobilindustrie, wir haben natürlich sehr komplexe Bauteile. Und zwar in dem Fall, ich sage jetzt oft, das könnte jetzt hier eine E-Tafel sein, also ein Dashboard, und wir haben vier verschiedene Materialien, die werden im Normalfall zu einem einzigen Bauteil verpresst und ergeben so ein komplexes Produkt. Dieses Produkt ist nicht mehr trennbar, ist nicht recycelbar, weil verschmolzen. Das heißt, wir haben eine Folie, eine PU-Folie, dann haben wir einen Kleber, dann haben wir ein Abstandsgewirke und dann haben wir nochmal einen Träger drunter. Und die Vereinfachung dessen ist natürlich zu sagen, wie könnte ich denn clever ein Produkt gestalten, das zum Beispiel nicht, wo das Material im Bauteil gleichzeitig die Oberfläche darstellt. Das heißt, ich muss nicht mal eine Folie oben drauf legen. Ah, sehr simpel, spart uns auch Geld. Könnten wir eventuell den Kleber substituieren zu einem ökologisch verantwortlich besseren Kleber? Wäre jetzt die graue Folie. Idealerweise reduziert man das Ganze bis zu einer Einfachheit von einer einzigen Lage. Ein aus dem Werkzeug fallendes Bauteil, Material aus zum Beispiel Rezyklaten, also wir substituieren erdölbasierende Materialien aus dem Rezyklat, schaffen einen geschlossenen Kreislauf, haben einen Spritzgussteil, fällt aus dem Bauteil, die Oberfläche ist integriert. Wunderbar, ideal, wenn das so funktionieren könnte, wäre aber aus meiner Perspektive, um wirklich radikal nachhaltig zu sein, am besten wir gestalten nichts, denn dann hätten wir keinen Carbon Footprint. Habe ich ein Problem? Bin ich ein Designer? Arbeite ich für die Automobilindustrie? Kann aber trotzdem funktionieren, denn auch die Reduktion in einem Interieur hat natürlich auch eine gewisse Schönheit, bedeutet aber auch, wie gesagt, die Komplexität muss man irgendwo anders hinlegen. Es heißt nicht, wie beim i3 zum Beispiel, ich denke, aufgrund von Drive Now fahren hier auch einige i3s rum in der Stadt. Und das Spannende ist, dass wir beim i3 uns wirklich überlegt haben, wie können wir maximal reduzieren. Und zum Beispiel an der i-Tafel und an der Tür sieht man als Substitut zu einem Kunststoff einen nachwachsenden Rohstoff. Wir haben hier Kenaf, verbunden mit einem Bindematerial, ins Werkzeug gelegt, verpresst und das ist unsere Tür. Wir haben keine Lage mehr oben drauf gelegt. Und man sieht in der Tür auch sehr schön, man sieht diesen schwarzen Kenaf, diesen nachwachsenden Rohstoff und nur da, wo wir tatsächlich sagen, hat man Berührflächen, an der Türbrüstung oben und auf der Armauflage haben wir Leder zum Beispiel. Bedeutet, wir haben Purpose-Driven Design gemacht. Wir haben uns wirklich überlegt, da braucht man eine gute Haptik, da braucht man eine Wärme und da packt man es auch hin. Im Gegensatz zum konventionellen Fahrzeug, wo man wirklich all over
zum Beispiel ein Fahrzeug beledern. In der höheren Klasse wollen wir auch einen gewissen Luxus haben, der wird in gewisser Weise erwartet. Und dem sich natürlich das zu hinterfragen, das tun wir, und auch das zu provozieren tun wir. Dass wir wirklich überlegen, wo schaffen wir neue Wertigkeiten in dem Interieur, dass wir reduzieren können. Klassischerweise, und das ist die normale Herangehensweise als Designer, sagt man, okay, wir sind die Spitzendesigner, wir kommen aus den Elitehochschulen dieser Welt und Nachhaltigkeit habe ich gehört von, oh, jetzt habe ich einen Doppelhall, ich glaube, das ist das Mikro, Nachhaltigkeit habe ich schon gehört von und das integriere ich gerne in meinen Designprozess. Wrong. Nachhaltigkeit ist vom Prinzip der Startpunkt. Du musst nachhaltig denken, um purpose-driven, um sustainable design, um material-driven design umsetzen zu können. Denn die Herausforderung des Designers liegt im Designprozess. Man muss verstehen, wie man für seinen persönlichen Bereich Nachhaltigkeit idealerweise umsetzt, um den Designprozess nachziehen zu können. Der Designprozess bei uns, in unserem Fall bei BMW, dauert circa 40 Monate. 78 Monate vor Serie beginne ich, bin im Innovationsteam, frühe Phase, du auch. Da geht der erste Gedanke los und ich glaube 36 Monate vor Serie haben wir Design Freeze. Also es ist eine relativ lange Zeit. Und in dieser Zeit passiert alles, was maßgeblich das Fahrzeug bestimmt. 70% des Impacts an Sustainability findet im Designprozess statt. 30% zieht danach. Warum? Weil wir als Designer mit dem ersten Strich, den wir machen, jetzt bin ich Produktdesigner, das heißt, der erste Strich, den ich auf dem Papier mache, bestimmt Material, bestimmt das Tooling, bestimmt die Herangehensweise, bestimmt die Herstellung. Ich muss, wenn ich einen Radius zeichne, bestimme ich die Fließgeschwindigkeit des Materials, im Sinne, wenn ich Spritzguss mache, weiß ich, ob ich einen PVC im Spritzguss erwarte, weil ich einen kleinen Radius mache, oder ob ich mit einem anderen Material arbeiten will oder kann. Bedeutet, hier in dem Prozess sind wir die Verantwortlichen, maßgeblich um Nachhaltigkeit zu verändern. Und da, deswegen sehe ich das auch als unglaublich wichtig, dass wir verstehen, wie wir diesen Impact verändern können. Spannend ist auch die Möglichkeit, die jetzt, um den Übertrag auch in diese Entwicklung zu bringen, die Visualisierung von Nachhaltigkeit in der Doppeldeutigkeit. Ein Produktdesigner versucht, eine User Experience zu schaffen. Und das finde ich sehr erfolgreich. Und so, und nicht mit dem drohenden Finger zu arbeiten, aber um ein intuitives Erlebnis zum Thema Nachhaltigkeit zu bringen, benutze ich gerne dieses Beispiel. Ein anderes Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist aus meiner Hochschule. Ich unterrichte, oder in dem Fall habe ich unterrichtet, ich habe gerade eine Pause, das Thema Nachhaltigkeit im Design und bei den Industriedesignern. Und um grundsätzlich bei den Studenten auch die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, habe ich ein Projekt und sage, so, ihr habt jetzt den Auftrag, für unter 10 Euro ein Produkt zu besorgen und euch für dieses Produkt ein Redesign zu überlegen aus den Lehren der Nachhaltigkeit. Da habe ich natürlich vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, damit sie auch wissen, was sie machen müssen. Grundsätzlich sieht es so aus. Ich habe jetzt ein Beispiel von einem Studenten von mir mitgebracht. Er hat sich für diese IKEA-Lampe entschieden. Die Aufgabe war, zu verstehen, aus welchen Teilen diese IKEA-Lampe gebaut ist. Das hat er so gemacht. Das war sein absolut, das haben sie geliebt, die Studenten. Da dürfen sie nämlich mit dem Hammer draufhauen. Zerlegen sie das ganze Teil und schauen, aha, 40 Einzelteile, sehr spannend. Was ist es, was steckt da überhaupt alles drin? Also erstmal die Produkte an sich. Dann müssen Sie analysieren, was für Materialien stecken denn drin. Denn oftmals ist uns überhaupt nicht bewusst, mit welcher Komplexität wir überhaupt umgehen. Da ist den meisten Studenten, und wir haben auch welche, ich habe auch einige Studenten, die nur Zahnbürsten auseinandernehmen, auch denen
aus diesen extrem überrascht, wie viele verschiedene Materialien allein in der Zahnbürste stecken. Also ist sehr spannend, auch seine eigenen Produkte mal anzugucken und sich zu überlegen, wie viele einzelne Materialien da drin stecken. Und dann wird man mal plötzlich wacher. So, jetzt ist die Herausforderung, wo kommen denn diese ganzen Materialien her? Und die Präsentation habe ich zusammengeschrumpft. Das sind ungefähr 40 Seiten, die die Studenten machen. Aber nur mal, um das Verständnis zu geben, was für einen unglaublichen globalen Impact allein so eine kleine Lampe hat. Und da sind jetzt die Materialien und die Lieferströme aufgezeigt. Nur um diese Lampe, die Sie dann am Nachttisch entstehen haben, die Sie an- und ausmachen und sich nach einem Jahr ärgern, weil sie kaputt ist. Das ist die Komplexität, die da dahinter steckt. Und das ist jetzt noch ein einfaches Projekt. Ich zeige jetzt nicht das Redesign. Bei ihm waren es, da geht es dann natürlich darum, Materialien zu substituieren, die Herstellung lokal zum Beispiel zu forcieren, nachwachsende Rohstoffe einzusetzen, etc. pp. Spannend ist für mich aber jetzt eher zu sagen, was passiert denn am Ende der ganzen Prozesskette? Und warum ich das jetzt auch hier bringe, ist, weil das mich unglaublich beschäftigt im Augenblick. Die Entwicklung von Smart Materials, die Entwicklung von der Endkomplexität von Materialien heißt, wir verschmelzen sehr viel. Und wir haben eine Verantwortung für End of Life. Wir haben eine Verantwortung für das Recycling. So, eigentlich sind unsere Recyclingströme relativ klar. Es gibt eine richtig boomendiges Wirtschaft für das Thema Textilrecycling. Sehr kritisch zu betrachten. Es gibt aber auch einen relativ großen Markt für das ganze Elektronikrecycling. Und wie wir wahrscheinlich alle wissen, der Großteil geht nach Afrika und wird dort von Hand getrennt. Und wir werden uns der neuen Herausforderung stellen müssen, dass diese Materialien, die wir jetzt gerade designen, nicht mehr trennbar sind. Wir haben noch keine Lösung dafür. Wir sind aber relativ wach und überlegen, wie man das eventuell in der Gestaltung berücksichtigen kann, dass Materialien vielleicht nicht miteinander verschmolzen sind. Das nur mal, wollte ich einfach nur mal mitgeben. Grundsätzlich, um nachhaltiges Design zu machen, aus unserer Erfahrung, und so haben wir auch Project I gestartet, ein evolutionäres Design verringert den Footprint, richtig. Das heißt, ein Redesign vom Redesign, wir werden immer besser. Wir werden aber niemals diesen Paradigmen-Shift schaffen, um ein revolutionäres Design zu machen. Und dazu braucht es eine klare Entscheidung, dass man von neu aufsetzt. Das heißt, immer nur wieder in kleinen Schritten besser zu werden, ist super, ist aber nicht der Knaller. Denn wenn wir wirklich sagen, wir wollen revolutionäres Design machen, von neu starten, neu überdenken, neue Fragen stellen und dann nochmal anfangen. Und zwar mit einem Gedanken aus Nachhaltigkeit. Warum zeige ich euch diese tolle Insel? Weil wir da jetzt alle sein wollen, und zwar da oben. Da oben sind wir auch, weil wir sind nämlich die Designer. Wir machen da oben, wir schaffen diese wunderbare Welt mit der grünen Palme, mit der Sonne drauf. Das ist unsere Customer Experience. Das bedeutet für uns ganz, ganz wichtig, wir müssen schauen, was erlebt denn der Kunde. Und ich benutze dieses Bild, um auf das Thema, um den Nachhaltigkeitsprozess bei BMW darzustellen. Das bedeutet nämlich, die Verantwortung, die wir haben, ist nicht da oben die Sonne strahlen zu lassen, auch, aber dafür, das haben wir ja gelernt, sondern dass wir diesen Berg unten auch betrachten. Und unter dieser Wasseroberfläche befindet sich immer, für mich vollkommen überzeugt, das haben wir inzwischen auch bei der BMW Group so verankert, die Lieferkette muss man betrachten, Supply Chain Management. Wo kommen die Materialien her? Wie arbeiten die Lieferanten? Haben wir irgendwelche Missstände in der Lieferkette mit drin? Das reicht oftmals nicht, dass man nur den First Tier anschaut, also den ersten Lieferanten, sondern man muss wirklich weiter tiefer gehen und zu überlegen, wenn wir einen nachwachsenden Rohstoff verwenden, in unserem Falle beim I3, Kenaf, I-Tafel, Tür, kommt aus Bangladesch, was passiert denn da unten? Haben wir Kinderarbeit involviert? Wir haben dort jetzt ein Projekt durchgezogen und haben die, mit der GTZ, haben unten diese Farmer mit einem Projekt eben so betreut, dass sie, wir haben Schulen gebaut, wir haben dort unten maßgeblich dazu beigetragen, dass die Masken tragen, dass sie Absauganlagen haben beim Ernten von dem Kenaf und so weiter. Das sind Verantwortungen, die so ein Unternehmen wie BMW, Gott sei Dank, muss ich jetzt mal sagen, unternehmen kann,
die aber wir in der Auswahl der Materialien und der Lieferanten durchaus mitbestimmen können. Und auf der anderen Seite dieser Insel steht immer CO2. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, wenn ich ein Produkt anfasse oder ein Produkt neu gestalte, und eigentlich gibt es ja schon alles, also hat man ja auch eine Absprungbasis, ist der CO2-Footprint gleich oder besser als das vorhergehende Produkt? Denn wenn er nicht gleich oder besser ist, brauche ich es nicht redesignen, denn for the sake of nochmal ein Produkt, dafür brauchen wir uns nicht, also dafür haben wir eine höhere Verantwortung, als dass wir das Ganze sozusagen gleich und schlechter auf den Markt bringen. Also zusammenfassend, Design, Lieferkette und Produktnachhaltigkeit immer im Dreiergespann betrachten. Wenn das stattfindet, ist man schon mal auf der sicheren Seite. Nachhaltigkeit im Gesamthaften definiert sich aber eben auch genau über das ganze Thema, das nicht Nachhaltigkeit heißt, sondern im Endeffekt bezeichnen wir das als die Steigerung der Lebensqualität, Quality of Life. Und um darum geht es uns per se. Die Maßnahmen der Nachhaltigkeit habe ich jetzt gerade ein bisschen erwähnt, aber grundsätzlich geht es um die Steigerung der Lebensqualität. Und du, genau, den gebe ich dir. Und somit möchte ich überleiten zu meinem Kollegen Michael Herrler. Ja, vielen Dank. Ich darf jetzt ein bisschen mehr... Ich darf das Ganze jetzt noch mal ein bisschen aus der UI-UX-Sicht betrachten und wir steigen jetzt auch ein bisschen weiter in die Produkte ein, die wir haben. Und ich habe versucht, auch ein paar Beispiele mitzubringen, wie wir auch Nachhaltigkeit im UI-UX-Bereich erleben können. Und die Daniela hat sehr schön auch übergreifende Themen reingebracht. Ich hoffe, dass ich die mit dem Beispiel auch ein bisschen zumindest kommunizieren kann oder auch ein bisschen anregen kann, in unserem UI-UX-Bereich da weiterzumachen. Ich gehe nochmal auf diese Herausforderungen ein und will nochmal darauf eingehen, was bedeutet das wirklich für uns im UI-UX-Bereich. Wir werden 2020 leben 30% aller Weltbevölkerung in Großstädten. Das ist wahrscheinlich auch hier in Berlin. Ich weiß nicht, wie viele hier im Saal wirklich ein Auto besitzen. Das ist natürlich für uns auch als klassisches Automobilunternehmen. Wir haben uns extrem damit auseinandergesetzt. Was passiert denn eigentlich, wenn die Leute überhaupt kein Auto besitzen mehr wollen? Wir wissen, dass gerade die jungen Leute ein extremes Bedürfnis nach Mobilität haben, aber nicht nach dem Besitzen des Fahrzeugs. Es gab Studien, dass der Besitz oder was ist denn wichtig im Leben? Bei den jungen Leuten kam vor allem die Kommunikation und das Telefon. Bei den Älteren ist es noch Haus, Auto, mein Auto, Haus, Pferd. Also diese klassischen Werte. Das wird sich ganz klar wandeln in Zukunft. Dann haben wir natürlich auch mit in den Städten, wir haben das Stauproblem, wir haben das Thema auch mit ich habe Zonen, in die ich gar nicht mehr reinfahren darf mit dem Auto oder nur mit dem Elektrofahrzeug. Auf diese Sachen haben wir natürlich reagiert, wir sind auch noch dabei, mit BMW i lief ein sehr schönes Projekt, das wir auch wirklich out of the box gedacht hatten und dadurch auch wieder den Impact auf die ganzen klassischen Fahrzeuge bekommen haben. Und dann ist ein großes Thema, wir haben sehr, sehr viel mit gesetzlichen Anforderungen zu tun. Wir haben hier natürlich global gesehen mit den gesetzlichen Anforderungen zu tun, das ist für uns teilweise sehr schwierig, weil die Gesetzesanforderungen der Länder sehr, sehr unterschiedlich sind. Also wir haben das Produkt, das muss weltweit verkauft werden oder weltweit eingesetzt werden. China hat zum Beispiel ganz andere Gesetze als USA. Wir wissen noch nicht, wie es jetzt weitergeht bei USA. Vielleicht werden die dann auch nochmal schlimmer. Und was wir zusätzlich machen, wir haben auch Eigenverpflichtungen, die teilweise sogar über die gesetzlichen Regeln drüber rausgehen. Gerade im UI-UX-Bereich nehmen wir zum Beispiel eine Verpflichtung, die Blickablenkung extrem niedrig zu halten. Das ist ein Thema, wo wir uns nochmal die Messlatte etwas höher setzen als wirklich so eine gesetzliche Verpflichtung. Und dann natürlich ganz großes Thema im Auto. Wenn ich im iPhone im Straßenverkehr bediene, ist es nicht so schlimm. Wenn ich es im Auto bediene und an die Mauer fahre, habe ich ein Problem. Dann brauche ich mich nicht mehr über Nachhaltigkeit Gedanken machen, wenn ich am Baum klebe. Ist besser? Ansonsten nehme ich das. Es gibt irgendwie einen Hall und ja. Da hinten hört man nicht. Ist besser hinten? Ja. Ja, danke.
Also ganz wichtig natürlich im Auto, sicher Autofahren ist das A und O, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Dann kommt natürlich beim Prozess. Die Dani hat vorher den Prozess allgemein so ein bisschen aufgezeigt. Ich gehe jetzt speziell ein bisschen auf den UI-UX-Prozess bei BMW ein. Wir haben einerseits natürlich den sehr langen Prozess der Automobilindustrie. Wir müssen natürlich alles industriefertig machen, wir müssen es produzierbar machen, wir müssen eine Werkeplanung machen. Das hat natürlich eine gewisse Vorlaufzeit. Wir müssen alles absichern, also jedes Fahrzeug wird ja erprobt in Wintererprobung, in Sommererprobung und so weiter. Also es ist natürlich gewisse Zeit, die man braucht, um diesen Prozess durchzuziehen. Wir versuchen diesen Prozess natürlich so kurz wie möglich zu machen, aber das ist natürlich auch ein Thema, der was kommt hinten raus. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, kennen wir im Saal alle, den UI-Bereich, der sehr extrem kurze Taktungen hat. Eine App wird täglich gelauncht oder ich weiß nicht wie oft teilweise Software hier gelauncht wird. Und wir haben dadurch eine große Diskrepanz zwischen dem klassischen Fahrzeugprozess und dem UI-UX-Prozess, der wirklich sehr kurz und kompakt sein muss. Und wir haben darauf auch reagiert. Wir fahren quasi zwei Prozesse parallel. Wir haben einerseits natürlich den Automobilprozess, der die ganze Absicherung mitfährt, der natürlich auch Sicherheitskriterien und so weiter erfüllt. Und auf der anderen Seite haben wir einen Software-Digitalprozess, der es auch ermöglicht, schneller, einfacher Updates zu fahren. Thema zum Beispiel auch Update, Sie können jetzt die Navigationsdaten werden online im Fahrzeug aktualisiert. Also ich habe ein Hardware-Produkt, das ist relativ lang und nachhaltig ist, und habe aber über die Software-Updates immer eine Aktualisierung dabei. Und das war für uns natürlich ein großes Thema im Prozess, weil wir unseren ganzen Prozess dadurch adaptieren und ändern mussten. Man sieht auch ein bisschen auf dem Bildchen, wir machen sehr viel Rapid Prototyping. Wichtig ist uns auch ein Gesamterlebnis des Interieurs zu kreieren. Also wir wollen bewusst auch Geometrie und UI miteinander verschmelzen. Nicht einfach, ich setze dann noch einen Bildschirm drauf und da passiert irgendwas, sondern das ist eine starke Symbiose zwischen Geometrie und UI. Vorher hat jemand gefragt, was machen Sie denn bei BMW zum Thema Usability? Da läuft natürlich sehr viel. Wir machen weltweite Kundentests. Wir machen auch schnelle entwicklungsbegleitende Themen. Also es geht von Fahrsimulator über, Sie sehen auch hier so einen 5-Achs-Fahrsimulator, der wirklich diese Bewegung simuliert. Das dient einfach dazu, diese Driver Distraction wirklich zu messen. Also es gibt wirklich Messwerte, wie lang sind Sie von der Fahrszene abgelenkt, wenn Sie bedienen. Und das ist auch ähnlich, wie wir es vorher hatten. Da haben wir uns wirklich eine Messlatte gesetzt. Wir wollen immer auf jeden Fall besser sein als das nächste System. Und es ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, den Prozess so zu fahren. Jetzt gehe ich nochmal auf die Produkte selber ein, also das gleiche Bild, das die Daniela vorher hatte nochmal, über Komplexität und Simplizität. Was bedeutet das für uns fürs Produkt nochmal? Ein Auto ist natürlich schon relativ kompliziert. Wir haben, glaube ich, über 2000 Funktionen, also ich glaube, man kann es gar nicht so richtig zählen. Wir hatten mal so Menübäume gezählt, wie viele wirklich im Auto sind. Es sind über 2000 Einstellfunktionen und so weiter gekommen. Ist natürlich an sich schon ein sehr komplexes Produkt. In Zukunft wird es aber noch deutlich mehr werden, weil jeder hat Facebook, Twitter, egal was, ist auch sehr individuell natürlich. Aber jeder will die Welt, die er zu Hause hat, auch während des Autofahrens benutzen, überwachen können und will wirklich das Auto auch als Teil der Lebenswelt sehen. Also man kann eigentlich sagen, die Complexity muss eigentlich zu einer Connectivity werden. Connectivity einerseits natürlich mit Navigationsdaten, mit den ganzen Telematikdaten, also wie gesagt, Navigationsdaten kommen jetzt sehr stark schon online. Wir haben Online-Verkehrsinformationen. Diese ganze Information muss ich im Auto auch verfügbar haben. Und es wird in Zukunft natürlich noch mehr werden. Andererseits haben wir die Daten vom Fahrzeug selber. Wir haben sehr viel Sensorik im Auto, was natürlich sehr gut ist für uns als UI-Designer, weil wir viele Daten im Auto schon zur Verfügung haben, wo jetzt ein
zum Beispiel eine App erstmal schauen muss, auf welche Sensorikdaten kann ich zugreifen. Das ist natürlich ein Vorteil für uns. Andererseits ist es natürlich auch eine sehr, sehr große Verantwortung, weil Sachen wie Fahrdaten können wir nicht einfach rausgeben. Das hat natürlich auch einen Sicherheitsaspekt und einen Datenschutzaspekt. Also das ist so eine Ambivalenz zwischen ich behalte und sichere die fahrrelevanten Daten und öffne in einer gewissen Art und Weise, um die Connectivity darzustellen. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich meine persönlichen Bedürfnisse in der Konnektivität, also die des Fahrers oder des Beifahrers. Das ist jetzt ein Beispiel auch aus der aktuellen Entwicklung, die Amazon Echo, bei der Sie zum Beispiel einfach per Spracheingabe den Batteriestand Ihres i3 abrufen können. Funktioniert über eine App, über die BMW Connected, vielleicht nutzen manche auch hier im Raum die BMW Connected. Und das sind natürlich Beispiele dafür, wie wir mehr und mehr uns vom klassischen Produktdesign, also auf der rechten Seite, ich betrachte nur das Fahrzeug, ich betrachte nur das Interieur, zu einem wirklich globalen Service Design. Also der Kontakt zum Fahrzeug fängt nicht an, wenn ich die Tür aufmache, sondern der Kontakt zum Fahrzeug findet eigentlich schon zu Hause statt. Oder das Auto wird wirklich ein Teil des Lebens. Also das Car as a Device nennen wir das ein bisschen. Und auf der anderen Seite haben wir noch das ganz große Thema autonomes Fahren oder Selbstfahren. Das ist auch ein ganz schönes Beispiel. Ich glaube nicht, dass es 2020 sein wird, dass Sie zum BMW-Händler gehen und sagen, ich hätte gerne das selbstfahrende Auto oder das nicht selbstfahrende Auto, sondern es gibt immer so ein Step-by-Step-Thema. Wir haben heute schon sehr viele Assistenzsysteme im Fahrzeug. Sie können schon Abstand regeln, Sie können schon die Spur halten bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit. Diese Themen werden sich natürlich mehr und mehr verstärken. Sie können zum Beispiel heute mit einem Display-Key Ihr Auto schon ferngesteuert in die Garage fahren. Das waren Themen, ich weiß nicht, wer noch James Bond, ich glaube 96 oder sowas war das, der hatte das genauso gehabt. Also das ist jetzt mittlerweile Realität und man merkt schon, dass sich gerade in der digitalen Welt, dass wir da extrem schnell werden von der Entwicklung, was natürlich auch sehr, sehr gut ist für uns. Und letztendlich geht es wieder eigentlich, wie Daniela vorher gesagt hat, um die Quality der Drive Time. Also Sie wollen wirklich nicht mehr nur im Auto sitzen und von A nach B kommen, sondern die Zeit im Auto und die teilweise sehr, sehr lang ist. Also wenn Sie jetzt gerade im asiatischen Bereich stehen, die Leute relativ oft im Stau, die wollen es benutzen und es geht wirklich um die Qualität. So, und auf der anderen Seite die Simplicity. Das gleiche Thema wie eben bei der Daniela. Es wäre natürlich schön, ein Auto zu haben, das hat nur ein Lenkrad und ein Radio, das war's. Aber das leider wollen halt unsere Kunden das nicht haben. Und Lösung dafür ist eigentlich, wir gehen mehr in Richtung natürliches Interface. Also Thema Spracheingabe wird extrem wichtig. Wir haben heute zum Beispiel eine Spracheingabe, die ermöglicht, wenn Sie sagen, ich habe Hunger, bekommen Sie eine Liste der aktuellen Restaurants, die Sie in der Nähe haben. Also das ist wirklich schon, dass man nicht mehr einfach die Befehle der Menüs eins nach dem anderen durchsprechen muss oder die auch wirklich lernen muss, sondern, und es ist auch ein ganz großes Bestreben bei uns, diese natürliche Interaktion zu verstärken. Wir haben jetzt auch die Gestik eingeführt, um wirklich im aktuellen Moment ganz simpel zu sagen, zum Beispiel Sie kriegen einen Telefonanruf, Sie sagen Nein oder Ja. Und Sie müssen gar nicht mehr in ein Menü gehen, Sie müssen gar keinen Knopf mehr drücken. Und das ist für uns so eine Idee, um diese Simplifizierung auch im UI-Bereich ein bisschen weiter zu treiben. Und gerade wir im UI-Design machen da sehr viel natürlich, um in dieser Richtung uns weiterzuentwickeln. Wir wollen natürlich da auch gerne vorne dranbleiben. Also eigentlich muss es vom Natural User Interface dann noch zum Intelligent Natural User Interface gehen. Und was heißt das? Das heißt für uns ganz einfach, das Fahrzeug weiß, wo ich bin, in welcher Umgebung ich bin und abhängig davon oder welche Vorlieben ich zum Beispiel habe, wenn die zum Beispiel über eine App oder was geteilt werden und abhängig davon kann man wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Information bieten. Zum Beispiel, wenn Sie an der Tankstelle sind, macht es Sinn, den Reifendruck anzuzeigen. Es macht keinen Sinn, den Reifendruck bei 120 auf der Autobahn anzuzeigen, außer Sie wollen es bewusst abrufen. Und das ist natürlich ein Thema, wo wir uns sehr stark damit beschäftigen, um diese Kontextsensitivität der UI im Fahrzeug.
Und jetzt haben wir auch nochmal Beispiele mitgebracht. Wir nochmal auf das Zitat, die Zukunft kann man nicht vorausdenken, aber man kann sie nicht voraussehen, aber vorausdenken. Und wir hatten das Glück, oder BMW hat heuer den 100-jährigen Geburtstag feiern dürfen. Und wir als Designer waren aufgefordert, ein Geburtstagsgeschenk für jede Marke zu machen. Und das durften wir, indem wir völlig frei, ohne technische Restriktionen, also auch so ein Out-of-the-Box-Projekt, uns wirklich überlegen dürfen, wie sieht die Zukunft für die jeweilige Marke aus. Und wir haben für jede einzelne Marke ein Joker entwickelt. Jedes Fahrzeug hat einen speziellen Fokus eigentlich gehabt. Also wir haben versucht, natürlich auch Themen, die uns aktuell beschäftigen, zu visualisieren, darzustellen. Und das möchte ich ganz gerne noch ein bisschen teilen, weil einfach auch ein bisschen Ideen dabei sind, wie wir denken und dass wir vielleicht auch mal den Weg nehmen, ein Step noch weiter zu denken, um wirklich dann zu sagen, okay, also wie so ein Fixstern, der am Horizont leuchtet, wo wollen wir eigentlich hingehen? Und das war für uns ein super Projekt, sehr, sehr spannend, um da weiterzumachen. Ich darf nur, genau, also auch hier, wir hatten das Thema natürlich Nachhaltigkeit im Design in den Joker sehr stark drin. Wir haben sehr stark mit natürlichen Materialien gearbeitet, genau diese Themen, die Daniela vorher angesprochen hat, auch wirklich im Fahrzeug zu realisieren. Und es war natürlich auch eine Kommunikationsplattform für uns, um das Thema Nachhaltigkeit im Produktdesign zu zeigen. Ich gehe jetzt ganz kurz auf die einzelnen Fahrzeuge. Ich will jetzt hier keine Fahrzeugshow, keine Angst machen, sondern einfach auch wirklich zu zeigen, was ist das spezielle UI-UX-Thema in dem Fahrzeug. Wir haben in dem BMW uns das Thema, wir haben lange überlegt, was ist das Thema. Wir haben als BMW The Ultimate Driving Machine, den Slogan kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele, und da haben wir gesagt, okay, was macht denn die Ultimate Driving Machine, wenn ich in Zukunft autonom fahre? Bringt es, also macht dieser Slogan dann eigentlich noch Sinn oder nicht? Und wir haben den eigentlich ein bisschen gewandelt zum The Ultimate Driver. Also es soll wirklich heißen, ich habe meine Informationen da, ich habe, das Auto ist wirklich mehr wie ein Begleiter, hat meine ganzen Informationen, weiß meine Vorlieben, ich bin wirklich wie ein Partner. Und deshalb haben wir das Thema Digital Companion genannt, also wirklich Informationen sind im Fahrzeug da, aber das Fahrzeug übernimmt auch die Fahraufgabe, wenn ich mal nicht fahren will. Dieses Fahren und nicht fahren will, auch wieder schöne englische Begriffe dafür, Boost und Ease, die Ambivalenz zwischen Selbstfahren und gefahren werden. Selbstfahren heißt natürlich fokussiert, die Information zum Fahren ist vorhanden und ich lasse mich fahren. Ich habe wirklich die Möglichkeit, mich entspannt zurückzulegen. Ich kann mit den Mitfahrern kommunizieren. Ich kann auch, das ist natürlich auch wieder eine Frage der Gesetzesregelungen, was darf ich während der Fahrt machen? Also darf ich dann alles lesen oder wie auch immer. Und wir reagieren, oder dieses Fahrzeug reagiert im Prinzip auf diese zwei Themen, Boost und Ease. Sieht im Interieur sehr, sehr simpel aus, war auch unser Ziel. Und man, das Erste, was Sie sehen, das Auto hat überhaupt keine Displays mehr. Also jeder denkt, naja, UI muss sich auf irgendwelche Displays abspielen. Und genau das war eigentlich unsere Zielsetzung, zu sagen, okay, der nächste Step ist wirklich Natural UI. Ich habe ein großes Head-Up-Display. Ich habe ein Panorama-Kontakt-analoges Head-Up-Display, um den Kontakt zur Außenwelt und die Kommunikation nach draußen darzustellen. Ich habe, man sieht es schön in der Mitte, den kleinen Diamanten vorne, das ist mein, so ein bisschen die physikalische Repräsentanz des Digital Companion, der wirklich auch kommuniziert mit draußen, wenn zum Beispiel ein Fußgänger über die Straße geht, signalisiert er, ich habe dich erkannt. Wir haben, Sie sehen, das Lenkrad ist eingeklappt, es ist gerade so eine Situation, ich fahre nicht, ich lasse mich fahren, und die Instrumententafel ist sehr reduziert, hat aber sogenannte Live Geometry, kann sich wirklich bewegen. Sie sehen diese kleinen Dreiecke drauf, ich habe dann auch noch einen Film dabei, kann man das genau sehen, die wirklich auch nochmal ein zusätzliches Kommunikationsmedium sind. Das ist eigentlich ähnlich, ein bisschen kann man sich vorstellen, wie die Haare, die sich aufstellen, wenn Gefahr droht. Achtung, und genau dieses Thema wollten wir eigentlich kommunizieren im Fahrzeug. Ich zeige es einfach mal kurz. Sie sehen, den Fokus ist jetzt, das Lenkrad fährt weg, weil ich fahre selber.
Ich kann mich entspannt zurücklegen. Die Sitze würden sich auch, also sie hätten die Möglichkeit, sich in einem Sitz natürlich zu verdrehen, versetzen. Das ist ein extremes Thema momentan. Jeder will natürlich eine entspannte Sitzposition. Sie werden es merken, daheim auf dem Sofa, jeder nimmt die Beine hoch und so weiter. Ist im Auto extrem schwierig aufgrund von Crash-Anforderungen. Das sind genau die Themen, mit denen wir uns bei diesen Möglichkeiten natürlich auch beschäftigen. So, und jetzt sieht man auch ein bisschen, wie diese Gefahren visualisiert werden. Sie sehen von rechts einen Fahrradfahrer kommen. In dem Head-Up-Display würde ich den schon sehen. Ich kriege einen Hinweis darauf. Die Instrumententafel reagiert auch nochmal. Achtung, hier von rechts kommt Gefahr und ich kann mich im Prinzip weiter bewegen. Also Fahrradfahrer erkannt. Ich bekomme meine Ideallinie auf der Straße angezeigt. Also genau dieses Thema. Ich bekomme die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und jetzt nochmal im Gesamtverbund, also wir haben viele Materialien, die wirklich aus einem Guss sind. Hier sehen wir nochmal den Digital Companion. Das Lenkrad und die Kommunikation auch mit der Außenwelt, also das Interieur und Exterieur verschmelzen auch wirklich. Zweites Beispiel BMW. Ich habe jetzt nicht alle, also BMW, Mini, Rolls-Royce, BMW Motorrad mitgebracht, aber ein Thema ist natürlich noch, bei Mini haben wir das Thema Carsharing extrem durchgespielt. Sie kennen heute von Drive Now, im Idealfall, wir haben sehr viele Studien auch gemacht, wie die Kunden mit den Drive Now-Fahrzeugen gehen. Die Kunden sitzen sehr, sehr knapp oder sehr kurz in den Fahrzeugen, die nehmen sich keine Zeit, also ganz anders, wenn Sie ein Fahrzeug kaufen, dann bekommen Sie ja eine Einweisung und es wird zelebriert, jedes Thema, was Sie im Fahrzeug haben, zu erleben. Im DriveNow setzen Sie es rein, Sie sind vorher noch nie in BMW gefahren und müssen fahren in der Regel innerhalb von wenigen Minuten, wenn nicht Sekunden los. Und genau dieses Thema haben wir versucht, halt ihr auch in die nächste Generation zu treiben. Und das Motto, das wir hier kreiert haben, war Every Mini is My Mini. Und genau dieses Thema ist, ich besitze den Mini nicht, sondern der Mini hat meine ganzen Informationen, er kennt meine Vorlieben und er macht sogar im Exterior-Design, ich mag ein blaues Dach lieber als ein violettes, er kann sich digital an die jeweiligen Vorlieben natürlich anpassen. Und das ist genau dieses Thema, wie wir mit einer digitalen Welt das Thema Hardware vereinfachen können. Also die Hardware selber ist vereinfacht, aber es wirkt persönlich durch die digitale Welt. Und man sieht es ganz extrem am Interieur und ich finde, das ist ein schönes Bild, wie man wirklich diese Simplizität, also das Interieur ist sehr, sehr reduziert, lebt aber natürlich durch die digitale Welt. Ich habe alle Informationen auf dem Bildschirm, ich habe meine persönlichen Vorlieben da drin und genau diese Ambivalenz zwischen mach's einfacher, aber addier es ein bisschen oder bring den Mehrwert eigentlich durch diese Personalisierung und Individualisierung. Und das ist, glaube ich, was, wo wir uns auch zusammen gerne, also ich freue mich auf spannende Diskussionen, da auch zusammen weitergehen können und in die nächsten Steps gehen können. Wie schaffen wir es auch, dieses Kundenerlebnis, diese Lebensqualität über die Digitalisierung mit reinzubringen? Und ich glaube, da sind wir, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und Sie sehen auch in der Mitte gibt es noch so einen kleinen Drehregler, wir haben den Cooper Riser genannt. Das war für uns auch so ein bisschen, wo wir gesagt haben, lassen Sie uns das als finale Folie stehen, der wirklich auch sagt, inspire me. Und ich kann wirklich auf Knopfdruck sagen, okay, ich werde für die aktuelle Situation inspiriert von dem Fahrzeug, ich bekomme vielleicht einen Vorschlag, ich bekomme auch, keine Ahnung, Musik, die zur aktuellen Stimmung passt. Und ich glaube, ich möchte es gerne als Motto auch für den Tag so ein bisschen stehen lassen, inspire me, weil ich glaube, das ist gerade in unserem UI-UX-Bereich sehr, sehr interessant, die Leute zu inspirieren und immer einen Step vielleicht ein bisschen weiter zu denken und trotzdem eine gewisse Sicherheit zu bieten, über die der Kunde oder bei Ihnen vielleicht auch die Benutzer nicht nachdenken müssen. In dem Sinne, vielen Dank erstmal und ich freue mich auf einen sehr spannenden Tag. Wir stehen natürlich noch gerne für Fragen bereit, sind natürlich auch in der Mittagspause und in der Kaffeerunde da und
Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank an euch beide.